der Italiener, beantragten gemeinsam die Kundgebung unter dem Motto Weihnachtsglocken Romanes. Es geht darauf zurück, dass eine rassistische Projekt gegen Roma aus Österreich stammen, verbreitet wird. Es ist ein Mastermind-Projekt, was die Roma-Menschen diffamiert und die rassistisch behandelt. Und zu dem Thema selber werden jetzt ausführliche Redebeiträge gehalten. Ich mache dann die Moderation und kündige wieder an, was dann noch ansteht. Also nach den Redebeiträgen von der Zeitschrift Der Paria gibt es dann ein Rückstück, Jelam Jelam heißt das Stück, wird von dem Pianisten gespielt, von der Band, dessen Namen er dann besser aussprechen kann später. Kann er die Gruppe auch nochmal vorstellen. Gleichzeitig werden auch Unterschriften gesammelt für eine Petition gegen dieses rassistische Projekt. Und zum Schluss können wir dann gerne auch Mitteilungen zum Thema Antirassismus auch hier machen. Dankeschön. Hallo, wir sind von der Paria und wir haben einen Protest geschrieben. Protestbrief geschrieben, Stopp Bio Knoblauch Romanes. Außerdem haben wir auch Redebeiträge vorbereitet. Wir wollen gerne mit dem Protestbrief beginnen, damit wir euch erstmal über dieses Projekt sozusagen, also Bio Knoblauch Romanes, weitere Informationen erstmal geben über das Projekt, falls ihr es noch nicht kennt. Also, sehr geehrte Initiatorinnen, Kooperationspartnerinnen und Unterstützerinnen des Projekts Bio-Knoblauch Romanes. Sie führen mit Ihrem sogenannten Roma-Integration-Vorzeigeprojekt institutionelle und strukturelle Gewalt gegen Roma aus. Das vom österreichischen Verein European Neighbors entwickelte Konzept Bio-Knoblauch Romanes, ein nachhaltiges, ökosoziales Zukunftsprojekt für Roma in Europa, geht von rassökologischen Fest aus, führt eine koloniale Politik. Lernspiegel, ein zur Förderung Team Neighbors entwickelt und nicht von Roma selbst. Ihre Forderungen und unterschiedlichen Perspektiven fehlen somit in dem Konzept. In dem steht im Scharnier zu Leibeigenschaft und Zwangsarbeit. Überdies ist es eine Eingrenzung in Politik der EU. Und gleichzeitig auch eine diskriminierende Praxis. Denn offenbar wird mit diesem Projekt gezielt eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgegrenzt und diskriminiert. Außerdem sind wir der Meinung, dass wenn das Ziel verfolgt wird, dass Roma in deren Heimat Arbeitsplätze geschafft werden sollen, dass ihnen das Recht auf Bewegungsfreiheit und das Recht dort zu leben, wo wir wollen, eingeschränkt wird. Wir wollen diese Idee fördern, weil es darum geht, den Worten Taten folgen zu lassen. Wir unterstützen mit Bio-Knoblauch Romanes die Schaffung von Arbeitsplätzen für Roma in deren Heimat sowie deren Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit. Knoblauch anzubauen ist eine sinnstiftende Tätigkeit im Vergleich zum unwürdigen Betteln. So Buchmann. Buchmann ist der Landesrat des Landes Steiermark. Und gegenwärtig sind Roma unter anderem das Ziel von Nazi-Aufmärschen und Opfer von Pogromen. Gerade im Hinblick dazu erscheinen uns die Haltungen und Aussagen der Initiatorinnen, Kooperationspartnerin und Unterstützerin des Projekts Bio-Knoblauch Romanes als sehr unreflektiert. Das heißt, dass eine Aufarbeitung der Geschichte der Roma und Sinti fehlt. Und das rassistische Wissen über uns, die Mythen über die Lebensweisen der Roma, sie sollten nicht reproduziert werden. Sie nutzen schamlos die derzeitige Lage und Situation von uns Roma aus und missbrauchen ihre Macht, um für ihr sehr wenig durchdachtes Projekt zu instrumentalisieren. Die Fördersumme von 109.000 Euro wird von den Projektabwicklern missbraucht, ohne dass über
eine genügende Expertise und Erfahrung im Bereich der Zusammenarbeit mit Roma für notwendig gehalten werden. Und nebenbei, ohne das notwendige Know-how der Einpflanzung bis hin zur Pflege und Vermarktung des Bio-Knoblauchs in Europa. Die Kooperationspartnerin Sissi Pötzinger, des Grazer ÖVP-Gemeinderätin, spricht in der Öffentlichkeit von Familienarbeit und darf ungesühnt rassistische Klischees über Roma-Kinder reproduzieren. Und ihr Wissen über Roma bezieht sie von berühmten Operetten. Wir fragen uns, wie das sein kann, dass eine Politikerin und Kooperationspartnerin des Roma-Integrationsprojektes ihr pseudowissenschaftliche Rassentheorien über Roma im 21. Jahrhundert ungefiltert in der Öffentlichkeit propagieren darf. Schockiert sind wir auch, dass dieses Projekt mit dem Obmann des Kulturvereines der österreichischen Roma, Professor Rudolf Sarkozy, initiiert worden ist. Wir wollen den Menschen helfen, so Sarkozy. Wir finden aber, dass Knoblauchanbau für junge Roma keine ausreichende Zukunftsperspektive gibt. Warum ist uns das Recht und die Motivation zum Beispiel zu studieren genommen und versperrt? In Neukölln, Berlin werden Schülerinnen derzeit in besondere Lerngruppen für Roma ohne Deutschkenntnisse an der Hermann-von-Helmholtz-Schule, der Walter-Gropius-Schule und der Schule am Zwickauer Damm beschult. Viele von ihnen bringen aus ihren Heimatländern nicht genügend schulische Vorerfahrung und Sprachkenntnisse mit, um einen regulären Schulabschluss in Deutschland zu erlangen. Insofern ist eine frühe alternative berufliche Perspektiventwicklung notwendig. Es ist empörend, dass für junge Roma-Jugendliche kein Bewusstsein, keine Verantwortung und Sensibilität sowie Unterstützung besteht. Sagen,